Hey, hier ist Paul, der Cutter von Traumreisen, und ich wollte einfach nur mal Danke sagen, dass ihr auch immer kommentiert und uns auch noch Tipps gibt und Ideen, und wollte einfach nur Bescheid sagen, dass wir sie uns wirklich zu Herzen nehmen. Willkommen zu einer weiteren historischen Traumreise. Diesmal verschlägt es uns ins viktorianische London, nach Großbritannien. Reise zusammen mit mir in eine Ära der Eleganz und des Wandels. Mitten in das Herz der britischen Hauptstadt. Du öffnest deine Augen und stehst mitten auf einer vom Regen nassen Straße in London. Wir schreiben das Jahr 1870. Der Regen fällt sanft vom Himmel auf die Pflastersteine, die von schummrigen Gaslaternen erleuchtet werden. Es könnte eine Szene aus Peaky Blinders sein, falls du die Serie gesehen hast. Und dass es regnet, naja, das ist nicht schlimm. Das ist typisch England, typisch London. Aber das leichte Unwetter macht dir nichts aus, im Gegenteil. Das sanfte Prasseln des britischen Regens beruhigt dich und ist ein idealer akustischer Begleiter für diese Traumreise. Du spürst die kühlen Regentropfen auf deiner Haut und dann beginnst du dich langsam umzuschauen. Du erblickst in der Ferne einen majestätischen Turm, besser bekannt als der Big Ben. Benannt nach der größten Glocke des Turmes. Dieser erhebt sich stolz über der Stadt und wirkt heute besonders mächtig in diesem diffusen Licht des regnerischen Tages. Noch heute in der Gegenwart besichtigen die Leute den Big Ben, aber gebaut wurde er bereits 1859. Das heißt, es gibt ihn zu deiner Zeit hier bereits schon über 10 Jahre. Sein ziemlich markantes Glockenspiel erklingt sanft in der Ferne. Er signalisiert den Leuten die Zeit. Und das ist ziemlich wichtig. Denn keiner hier hat ein Smartphone und die wenigsten eine Uhr. Du erinnerst dich daran, dass natürlich auch hier die Zeit vergeht. Und du die Zeit in dieser Traumreise genießen wirst. Deine Schritte führen dich zu einem typisch englischen Teehaus, das mit seinem warmen Licht und den verlockenden Düften von frisch gebrühtem Tee dich herzlich willkommen heißt. Du trittst ein und fühlst dich sofort in eine andere Zeit versetzt. Das Innere des Teehauses ist von viktorianischem Flair geprägt. Mit vielen verzierten Möbeln und gemütlichen Nischen. Eine elegant gekleidete Bedienung bringt dir eine dampfende Teekanne und eine Auswahl an delikaten Sandwiches. So schlecht ist die englische Küche denn doch nicht. Immer noch begleitet dich von draußen das Prasseln des Regens, das hier gegen die Fensterscheibe schlägt. Gemischt mit den sanften Klängen von klassischer Musik im Hintergrund. Du genießt die Ruhe und die vornehme Atmosphäre, die dich umgibt. Du nippst an deinem typisch britischen Earl Grey und schaust dich in dem Teehaus etwas besser um. Wie fein all die Leute hier angezogen sind. Das gibt es heute nur noch auf Hochzeiten. Die Oberschicht Londons verkehrt hier, wie du merkst. Britische Lords mit ihren Dienern und vielleicht sogar ab und an ein Mitglied der Königsfamilie. Nachdem du langsam und entspannt deinen Tee verköstigt hast,
beschließt du weiter, die Straßen von London zu erkunden. Die Tower Bridge erhebt sich majestätisch über die Themse. Und die alten Häuser entlang der Uferpromenade erzählen von der reichen Geschichte der Stadt. Du erinnerst dich, dass du in der Gegenwart auch mal auf Klassenfahrt in London warst. Auch diese Brücke steht heute immer noch. Unfassbar, dass diese Bauwerke Jahrhunderte überdauern. Kurz denkst du aber auch an ein gruseliges Erlebnis im Londoner Dungeon, das ihr auf eurer Klassenfahrt hattet, als euch jemand die Geschichte des berühmt-berüchtigten Serienmörders, die Rede ist von Jack the Ripper, der in London sein Unwesen trieb. Aber du kannst entspannt bleiben. Er wird erst in 18 Jahren auftauchen, also brauchst du keine Angst auf dieser Traumreise haben. Du läufst weiter durch die Stadt und gelangst irgendwann zum Buckingham Palace, dem königlichen Residenzpalast. Trotz des Regens strahlt er eine königliche Würde aus und zeigt die ganze Pracht des viktorianischen Londons. Du hörst, wie Pferdekutschen vor dem Palast vorbeifahren. Mächtige Männer und Frauen gehen ein und aus bei der Queen. Zu dieser Zeit ist es, wie der Name schon sagt, Queen Victoria. Die Soldaten, die in ihren so markanten Uniformen vor dem Palast stehen, verleihen der Szenerie einen weiteren königlichen Flair. Schon damals tragen sie diese typisch rote Uniform. Und diese typischen Mützen. Die Wachen der Königin stehen stocksteif da, ohne sich zu bewegen. Sollst du versuchen, sie zum Lachen zu bringen? Du lässt es mal lieber, weil du nicht weißt, ob sie in diesen Zeiten Spaß verstehen. Du willst nun aber noch eine andere Seite von London sehen. Nicht nur die glitzernde und funkelnde Welt der Reichen und Schönen. Du läufst weiter und findest dich irgendwann in einem Arbeiterviertel wieder. Überall hörst du das Zischen der Dampfmaschinen. Die Industrialisierung ist im vollen Gange. Überall siehst du hektisch Arbeiter mit Gesichtern voller Ruß an dir vorbeilaufen. London zu dieser Zeit war am Boom. Du läufst etwas weiter und gelangst an einen Bahnhof. Du gerätst in Staunen, denn eine wunderschöne alte Dampflokomotive steht dort. Und die Waggons haben etwas vom Hogwarts Express. Du hast zwar keine Fahrkarte, aber da dies hier eine Traumreise ist, darfst du natürlich trotzdem einsteigen. Es regnet immer noch und du kannst die Tropfen das Fenster herunterlaufen sehen. Dann hörst du den Schaffner pfeifen. Und die Bahn fährt langsam los. Mit dem typischen Zischen und Stampfen einer alten Dampflok. Du kuschelst dich in deinen edlen Sitz. Die Ausstattung hier drin ist auch definitiv für die Londoner Upper Class entwickelt worden. Und dir fallen wieder all die noblen Menschen hier drin auf. Du siehst in deinem Abteil jemand handschriftlich in einem Buch schreiben. Es ist die Zeit großer Schriftsteller, wie zum Beispiel Charles Dickens. Aber du brauchst kein Buch mehr heute lesen, um einzuschlafen. Das Geräusch der Dampflokomotive gemischt mit dem prasselnden Regen sind das perfekte Ambiente, um deine Augen zu schließen.
während die Silhouetten des nächtlichen Londons an deinem Fenster vorbeiziehen. Schlafe nun ein zu den Klängen der Musik.